Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Marius Just vom Institut für Systemisches Training. In dieser Videoreihe geht es darum, wie wir als Trainerinnen und Trainer Seminare machen können, die für die Teilnehmer möglichst einfach sind, dabei zu sein und ich sage auch einfach frustfrei. Wir haben auch eine kleine Struktur dafür hier gemacht am Institut, und zwar einmal das Thema Plattform, einmal das Thema virtuelle Formate und einmal das Thema Videoqualität möchte ich anschauen und welche Stolperfallen gibt es eigentlich in der Praxis, und es werden einige Videos jetzt, also es sind so viele verschiedene Themen. Für die Plattform müssen wir erstmal verstehen, dass es beim Modell des integrierten Lernens immer zwei Möglichkeiten gibt. Und zwar, ich kann synchron und asynchron agieren. Was bedeutet das? Synchrone Plattformen sind die ganzen Plattformen, die jetzt die meisten Trainer interessieren. Also jetzt wollen alle wissen, was ist besser? Zoom oder WebEx? Was ist idealer? Adobe Connect oder XY, EduDip oder was auch immer. Ja? Das sind die ganzen synchronen Plattformen, und mit diesen Plattformen ist es dir möglich, zeitgleich mit deinen Teilnehmern zu kommunizieren, Breakout-Räume zu machen, dich mit der Kamera zu sehen, Feedback zu holen, Umfragen zu machen und so weiter. Jetzt schauen wir uns einmal kurz an, welche Plattformen es gibt, weil das wollen immer alle sofort wissen, und die Plattformen haben wir hier. Also, GoToMeeting, GoToWebinar, Cisco, WebEx, das kennen viele, aber dann gibt es noch so viele mehr, wie zum Beispiel Zoom und Vitero, Adobe Connect, alle diese Sachen. Und ich habe jetzt zum Beispiel in diesem Vergleich Adobe Connect nicht reingenommen, weil ich kein so riesengroßer Fan davon bin. Vorab, weil das Adobe Connect hier gleich wieder verschwindet. Ich finde Adobe Connect vom Preis her so, naja, ganz okay, ein bisschen teuer. Ich mag Adobe Connect nicht so, weil ich Probleme habe mit meinem HD-Modul. Ich habe ein spezielles Kameramodul, einfach mich da richtig einzuklinken. Und je nachdem, in welche Ansicht ich die Seite schalte, schmeißt mich das System raus und ich kann nicht mehr in HD senden. Außerdem wird mein Bild zusammengequetscht. Alles nicht ideal. Ich bin kein großer Fan. Es ist aber auch kein schlechtes System. Und ich möchte jetzt schon vorab sagen, das System, das du jetzt schon gut kennst, ist erstmal dein Freund. Nutze die Sachen, die du gut kennst, mit denen du dich gut auskennst, und mach erstmal virtuelle Trainings. Und hab auch keine Angst, mal einen Fehler zu machen. Und wenn du etwas älter bist, bitte denke nicht, dass du es nicht lernen kannst. Step by step, sage ich immer. Also wir bringen es bei uns in den Seminaren und bei uns in der Meisterklasse wirklich jedem Schritt für Schritt bei, wie man das wirklich ideal macht und auch pädagogisch so macht, dass es gut funktioniert. Jetzt schauen wir uns also mal an, GoToMeeting, GoToWebinar, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Ich mag die Ergonomie bei GoToMeeting und Co. nicht so gerne. Es ist aber ein Alleskönner, und GoToWebinar, diese Systeme von diesem Anbieter haben einen großen Vorteil. Es ist nicht nur ein Alleskönner von den Funktionen her, sondern es ist ein Alleskönner in diesem Bereich mit zum Beispiel, du klickst auf den Link und bist direkt drin. Ja, das heißt, ich kann es schaffen, barrierefrei meine Teilnehmer in so einem Online-Seminar oder Online-Konzept einfach hier in dieses Meeting reinzubringen, ohne dass sie sich groß einloggen müssen oder irgendwas. Das ist ein riesengroßes Plus. Ansonsten ist es für mich ein Kopfschmerzverursacher. Es ist nicht immer stabil gelaufen. Die Sachen sehen nicht gut aus. Es ist für die Teilnehmer manchmal verwirrend. Deswegen stehe ich nicht so total auf GoToMeeting. Und ich muss gestehen, so als ehemaliger IT-Analyst und jetzt schon lange Trainer seit 7 Jahren, oh Mann, sehe ich GoToWebinar, ehrlich zu sein, ein Stück weit auf dem absteigenden Ast. Und das bestätigt auch Gartner. Wenn ihr euch mal den Gartner Magic Quadrant anschaut, dann seht ihr zum Beispiel Zoom ganz rechts oben. Aus gutem Grund, weil Zoom ist ein gutes System. Cisco WebEx Event und Training, also WebEx Event, WebEx Training gibt es auch. Ich habe schon gleich hier dazu was notiert. Es ist einfach nicht immer stabil, und es ist für mich so ein Panzer, irgendwie so ein Riesensystem. Und die Leute fliegen teilweise aus den Meetings raus. Es ist nicht meins. Es ist ähnlich wie GoToMeeting, für mich ein bisschen oll, ein bisschen angestaubt. Da ist Adobe Connect schon ein bisschen moderner und so. Ist nicht so meins. Wenn du das gut kannst und WebEx total magst, viele große Unternehmen nutzen das ja auch, dann nutze es, wenn keiner meckert. Ich mag den Prozess nicht, wie man sich einloggt. Ich mag 1000 Sachen nicht an WebEx. Und deswegen, die Leute finden teilweise die Buttons nicht, Sachen verschwinden und so.
Ah, okay. Ihr seht schon jetzt Zoom, Videoqualität, Mobilität, Frustfreiheit. Das sind die großen Stärken von Zoom. Und Zoom ist für mich einfach das stabilste System der Welt. Also, wenn man einfach mal überlegt, wie oft ich schon Zoom benutzt habe und wie wenig Probleme ich jemals damit hatte und wie oft ich schon GoToMeeting und Webex benutzt habe, und Zoom ist einfach so viel stabiler, verlässlich, es ist schlank vom Look her, es ist minimalistisch, es sieht gut aus. Sogar auf dem Handy funktioniert es ziemlich gut, aber auf dem Desktop noch viel besser. Zoom ist ein tolles System und ich empfehle es. Ich bin auch Kunde bei Zoom und ich kriege kein Geld von keinem Hersteller für dieses kleine Video. Wir schauen uns als nächstes an EdoDip. Das System hebt sich von Zoom besonders dadurch ab, dass es wirklich als Webinarsystem konzipiert wurde, und zwar von Deutschen für Deutschen. Das heißt, mit der deutschen Datenschutzverordnung haben wir hier überhaupt kein Problem. Das schreiben die sich auf die Flaggen sozusagen, dass das deren Stärke ist. Es ist komplett mobil und es ist hundertprozentig frustfrei. Ein aufgeräumter, cooler Look, minimalistisch, richtig schick schon. Wie gesagt, auf Mobilgeräten super nutzbar. Interaktivität ist der Hammer. Ich kann, wie bei Zoom auch, mein Whiteboard einblenden und einen Teilnehmer bitten, dort was zu kommentieren oder schreiben. Und der Hintergrund des Whiteboards ist eine Folie von mir, die ich gerade zeige, ohne dass ich mich groß einarbeiten muss. Ich behaupte, dass wenn du EdoDip benutzt, dass du innerhalb von etwa einem halben Tag, etwa 4 Stunden, eingearbeitet bist. Wenn du, wie ich, um die 40 bist, ich bin 41, wenn du vielleicht 50 bist, brauchst du vielleicht einen Tag oder zwei und du hast es drauf, wie EdoDip funktioniert. EdoDip Next übrigens, das ist das System, also das neueste System, von dem ich rede. Ich empfehle EdoDip extrem. Großer Vorteil eben Datenschutz. Zoom ist ein amerikanisches Unternehmen. Und obwohl sie behaupten, dass sie diesen Datenschutz auch so umsetzen können, wie er in Deutschland vorgeschrieben ist, vertrauen einfach viele Kunden nicht darauf, dass sie das tun. Microsoft Teams, um es kurz zu sagen, wenn du im Office 365 Ecosystem bist, wenn du in diesem System irgendwie bist oder dein Kunde dort ist und du Teams gut kannst, nutze Teams, nutze diese ganzen tollen Funktionen, um Arbeitsgruppen zu organisieren, um dieses alles hinzubekommen, was man mit vielen anderen Systemen nicht hinbekommt. Achtung, ich habe persönlich in Teams schon einige peinliche Fehler gemacht, unter anderem Nachrichten an Menschen geschrieben in einer Online, also in einem Webinar oder ein Online-Meeting, was dann plötzlich in eine andere Gruppe ging, weil Teams eben diese 1000 Funktionen hat mit verschiedenen Gruppen. Das geht bis zu Intranet-Funktionen rein. Und also Teams musst du wirklich auch als Jüngerer dich einfinden, besonders wenn du nicht aus der Microsoft-Welt kommst und diese ganzen Systeme wie SharePoint und Co. nicht so kennst. Das Coole an Teams, dass es integriert ist in die gesamte Microsoft-Welt mit File-Sharing, mit Verlinkung, mit Intranets, mit Gruppen, mit Chat. Also es ist beeindruckend, was Teams kann. Und Teams ist auf dem Vormarsch. Ich persönlich benutze Teams nicht in meinen täglichen Trainings. Ich empfehle Teams aber besonders an alle, wie gesagt, die mit sehr großen Unternehmen vielleicht auch arbeiten. Vitero, ihr seht es schon hier. Ich finde persönlich, es ist nicht immer stabil. Und ich weiß, es gibt diese Fangemeinde von Vitero. Ich habe schon mit so vielen Teilnehmern darüber gesprochen. Und ich weiß, man kann damit sogar bis hin zu Konfliktmoderationsworkshops virtuell machen, weil die Leute so unglaublich cool um einen Tisch herum sitzen virtuell. Also es ist schon schön gemacht, ja. Ich finde es persönlich trotzdem etwas angestaubt und wirklich nicht immer stabil. Und ich habe einige Erfahrungen jetzt auch damit gesammelt. Ich bin nicht so glücklich. Plus, das Pricing ist nicht so ganz übersichtlich und nicht so ganz transparent. Und das mag ich nicht. GoToWebinar hier mit 11 € bzw. 14 € im Monat. Also nee, GoToMeeting, genau. Wenn man GoToWebinar haben will, muss man 20 € hinlegen. Das geht alles noch so, wenn man das mal überlegt, dass man ohne diesen Login und direkt rein kann in so ein Meeting und praktisch barrierefrei mit Menschen Meetings machen kann. Coole Sache, aber die Nachteile hatte ich ja genannt. Also der Preis 20 € ist jetzt nicht das Schlimmste, ist okay. Man hat dafür immerhin bis zu 100 Teilnehmer. Und das ist schon eine echt schöne Sache. Wir schauen mal auf das nächste. Stopp, wir waren noch bei Cisco Webex und hier auch bis zu 100 Teilnehmern. Ab gerade mal 13 €
wäre dann die Bezahlversion mit 50 Teilnehmern. Ich kann auch hier nur sagen, man muss ein bisschen gucken. Wenn man 100 Teilnehmer hat, braucht man das Pluspaket. Jetzt mal ganz ehrlich, welcher Trainer, welche Trainerin hat hier direkt über 30 Teilnehmer? Viele wären froh, wenn sie schon so weit wären. Ja, also Webex, es ist nicht so mein Favorite. Wir schauen auf Zoom, ein wirklich Lieblingssystem von mir, weil es so unglaublich cool gemacht ist. Wenn man sich mit Zoom 2 Tage mal intensiv beschäftigt, hat man es wirklich drauf. Auch die Tricks und Tipps mit coolen Keyboard-Shortcuts hier, Tastatur-Shortcuts und so weiter. 14 Euro bezahle ich, reicht mir vollkommen. 100 Teilnehmer, keine Zeitbeschränkung. Wenn man die freie Version hat, gibt es eine 40-Minuten-Zeitbeschränkung und man kann 100 Teilnehmer in dieses Meeting nehmen. Also unglaublich cool. Übrigens, alles, was darüber hinausgeht, über dieses 14-Euro-Paket, wird dann relativ schnell sehr teuer, weil man dann Teilnehmer hinzubuchen muss vom Preis her und dann langen sie richtig zu bei Zoom. Das ist wirklich der Hammer. EduDip, etwas teurer, man steigt mit 34 Euro ein. Genau da bin ich auch Kunde, das Paket habe ich auch gebucht. Man kann nur bis 30 teilen, also ich habe immer das kleiner Zeichen, aber bis 30 Teilnehmer hat mir bis jetzt immer gereicht. Und selbst Kunden, die sagen, ja, wir sind aber in Deutschland, wir müssen aufpassen mit dem Datenschutz. Sobald ich mit EduDip um die Ecke komme, ist meistens alles in Ordnung. Sie sehen das auf deren Webseite, denn EduDip stellt sich diesem Thema richtig offensiv und meistens war es das. Und die Leute sagen, oder das Unternehmen sagt, okay, wir nehmen EduDip, ist geklärt, können Sie machen. Deswegen ist ein echter Tipp. Microsoft Teams free oder lieber mit Office 365 kombinieren, nicht einfach so standalone, würde ich niemandem empfehlen. Ich habe in die Präsentation mal einen Infobutton reingehängt. Und da kann man sich die Preise genauer anschauen. Vitero, die Preise muss man hier mit dem Vertrieb ausmachen. Ich finde es schön, wenn man Preise einfach online sieht und sich dann entscheiden kann. Das ist nicht so meins irgendwie. Hier sind meine Top 3 Systeme, Zoom, EduDip, Microsoft Teams, wovon ich bei 2 Kunden bin und das dritte mir immer wieder anschaue mit Staunen und auch mit manchmal denke, was ist Microsoft doch irgendwie für ein cooles Unternehmen geworden. Nicht alles war gut, was sie gemacht haben, aber Teams ist de facto cool.